Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Simon, und ja, heute mal wieder ein Video, ein kurzes, aber ein Ankündigungsvideo. Warum ist jetzt so ein, zwei Monate kein Video mehr gekommen und warum diese lange Pause? Das hat einfach den Grund gehabt, dass ich einfach Prüfungen hatte und ja, jetzt bin ich mit der Schule fertig. Prüfungen sind rum. Und jetzt habe ich so 2 Monate, 2,5 Monate ungefähr Freizeit, also nichts. Und dann geht's in der nächsten Schule weiter. Und ja, in den 2, 2,5 Monaten will ich richtig geile Videos raushauen und wieder für euch da sein. Und ja, die ist deswegen jetzt ein kurzes Ankündigungsvideo. Ich habe ein fettes Frühlingsedit vor kurzem gefilmt und das kommt nach diesem Video hier. Also seid mal gespannt, es ist richtig geil geworden. Und ja, in deren Zeit habe ich auch nicht nur immer für Prüfungen gelernt, sondern auch für Projekte gearbeitet, für YouTube eben, und die ihr halt nach und nach bekommt zu sehen. Und ja, im Hintergrund seht ihr mein Fahrrad. Es ist immer noch so, wie es war, nur habe ich mal wieder andere Griffe drauf, weil meine Easy Grips, die sind mal wieder kaputt gegangen. Aber ich lasse die Griffe das mal drauf und ja, und ich habe ein neues Lager reingemacht, ein schwarzes. Das alte, das war, hat geknarzt und so, also das war schon ziemlich kaputt. Und ja, aber sonst alles wie gewohnt und ja, dann habe ich noch ein richtig geiles Projekt für euch, nämlich auf meinem Homespot, weil der ist jetzt fertig, wie ihr ja schon wisst. Und ja, da kommt auch noch ein richtig geiles Edit raus, wie ich da oben fahre und so. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt drauf. Und mit Merlon MTB kommt natürlich jetzt auch wieder was. Ja, jetzt sind halt gerade Pfingstferien und Merlon MTB ist halt gerade im Urlaub, aber wenn er wieder zurückkommt, dann hauen wir nochmal ein Video raus. Und ich werde in 2 Wochen ungefähr, also 1,5 Wochen ungefähr, irgendwo so, werde ich mir nochmal ein Bike ausleihen, nämlich ein, ich weiß nicht genau, ich glaube ein Cube oder sowas ist es, ein E-Bike, also nein, ein High-Bike ist es, ein High-Bike ist es, genau, ein Akku-High-Bike. Und ja, darüber werde ich auch noch mal ein Video machen. Ich will mir das einfach mal ausleihen für 4, 5 Tage und einfach mal testen mit euch und auch für mich persönlich, wie sowas überhaupt ist. Also ich bin zwar schon mal ein E-Bike gefahren, aber jetzt so Trails und so und mal längere Zeit mitfahren, das will ich mir mal vornehmen, das will ich mal ausprobieren und ja, wie sich das Ganze verhält und so auf dem Trail. Und ja, darüber werde ich auch ein Video machen. Und ja, es gibt viele, viele Videos, die ich jetzt wieder machen werde oder machen will, für euch natürlich. Ja, dann in Augustferien kommt mal wieder ein Bikepark-Video in Lenggries eben, wo ich in den Sommerferien bin. Und in Oberammergau leider nicht, weil er kommt da leider nicht hin. Würde ich gerne nochmal machen, weil letztes Mal was habe ich halt es nicht gefilmt, aber vielleicht schaffe ich es, vielleicht. Aber ja, muss ich halt mal schauen. Und aber ich dafür informiere ich euch noch. Und Ramazwaya natürlich, natürlich Ramazwaya, das muss dabei sein. Das wird auch noch kommen. Mit Merlon MTB wahrscheinlich das erste Mal dort fahren. Und weil ich bin ja schon 4, 5 Mal dort gefahren, aber Merlon MTB ist bis jetzt nur einmal gefahren, vor kurzem. Und ja, auf jeden Fall seid gespannt darauf. Also es gibt ein paar oder viele coole Videos, wo noch kommen. Und ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich will nochmal kurz Danke sagen für jeden einzelnen von euch da draußen, für 268 Abonnenten, wo ich gerade aktuell habe, und für 50.000 Aufrufe auf dem ganzen Kanal. Also ihr seid echt der Wahnsinn, also ihr seid echt abartig.
Und das freut mich extrem. Und ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen gerne Daumen oben da und abonniert mich fleißig weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.